Ich will mal ein Thema kurz ansprechen, welches mir gerade spontan gekommen ist. Und zwar gibt es ja ganz viele Videos auf YouTube und wo auch immer, wo darüber gesprochen wird, Fehler, die man vermeiden soll. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nur für eine Handvoll Personen wirklich hilfreich ist. Das Problem an diesem ganzen Fehler vermeiden Thema ist, Tipps von anderen annehmen, was man hätte oder was man Jüngeren beispielsweise empfiehlt. Du wirst nicht die Person, die du mal sein kannst, wenn du nicht gewisse Fehler gemacht hast. Ich glaube, es gehört einfach dazu, dass wir Fehler machen, das tagtäglich teilweise. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, es würde straight einfach nur so gehen. Aber das Leben ist nicht so, Mann. Du wirst Fehler machen. Du wirst kleine Fehler machen und du wirst große Fehler machen. Du wirst Fehler machen, die dir vielleicht im ersten Moment gar nicht bewusst sind. Du wirst Fehler machen, die du im Vorfeld schon wusstest, dass sie falsch sind, trotzdem gemacht hast. Und du wirst auch Fehler machen, die vielleicht sogar dein komplettes Leben verändern. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, Fehler zu vermeiden. Es geht nicht. Ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist, wenn wir Fehler machen, dass wir den Fehlern einen Sinn geben. Dass wir die Dinge, die wir dann betrachten, die uns dann klar werden, sich als Fehler entpuppen, dass wir uns nicht von diesen Dingen auffressen lassen, dass wir sie nicht anfangen lassen, uns zu übernehmen, sondern dass wir wirklich ihnen anfangen, einen Sinn zu geben. Egal welchen Fehler du gemacht hast, letzte Woche, vor einem halben Jahr, vor 3 Jahren, egal wie groß und schwer dieser Fehler auch sein mag, gib diesem Fehler einen Sinn, sodass du irgendwann in der Zukunft sagen kannst, ich musste diesen Fehler machen, um die Person zu werden, die ich heute bin. Damit gibst du dem Fehler einen Sinn. Und ich gebe meinem Fehler, und ich habe einen fetten Fehler gemacht. Ich habe mehrere Fehler gemacht in den letzten 3 Jahren. Und ich werde diese letzten 3 Jahre, ich werde ihnen einen Sinn geben. Ich werde ihnen einen Sinn geben und irgendwann werde ich darauf zurückschauen und werde sagen, diese 3 Jahre, die mussten sein, Brother. Sie mussten fucking nochmal sein, um der zu werden, um der Mann zu werden, der du heute bist. Dieser Tag wird kommen. Er ist noch nicht heute da, aber er wird kommen. Weil ich diesen Tag erschaffen werde, indem ich diesen letzten 3 Jahren einen Sinn gebe. Und damit will ich es auch belassen. Peace.